Rockstar Games. Die Verwendung des Spiels unterliegt den Lizenzbedingungen im Spielehandbuch. Bla bla. Bitte nicht beenden. Ja, das wollte ich gerade vorlesen. Zu schade. Und damit darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem neuen Let's Play. Frisch brandneu erschienen hier am Montag, den 16.09.2013, direkt in den GameStop gesprintet und dieses Schmuckstück abgeholt. Ich freue mich jetzt auch wahnsinnig auf endlich GTA 5. Ich meine, also für mich zumindest, und ich denke auch für viele andere, das Spiel des Jahres 2013 schlechthin. Wurde jetzt ja um einige Zeit verschoben, sollte eigentlich schon, ja, der sieht natürlich auch sehr hübsch aus, sollte eigentlich schon, ich glaube, Mai, Juni rumkommen. Ja, okay, so viel wurde es auch nicht verschoben, aber jetzt ist es endlich draußen am 16. September, beziehungsweise offiziell jetzt am 17. September. Aber als Vorbesteller bekommt man zum Glück schon einen ganzen Tag früher, hat auch mehr als genug Geld gelöhnt, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich hoffe, man erhält den Story-Modus jetzt etwas schneller, damit ich dann auch direkt gleich ins Spiel starten kann, um das ganze Geschehen dort zu kommentieren. Ich habe mir jetzt nur die normale PlayStation 3 Edition gekauft, das heißt mit Inhalt von der schönen Los Santos, so heißt ja die neue Gegend hier in GTA 5 Map, unter anderem noch, ich glaube noch ein Download-Code für irgendwas, ich kann ja gerade mal gucken, wenn das lädt. Genau hier die schöne Los Santos Map, dann hier Grand Theft Auto 5, die Steuerung gedönst und fliege das Auto Atomic Luftschiff. Zum Herunterladen benötigst du zuerst ein PlayStation Network Konto, pipapo. Kann ich mal noch runterladen bei Gelegenheit, natürlich. Ja, das hier natürlich jetzt echt extremst lange, aber vollkommen egal. Ich musste vorhin eh noch die ganzen Daten runterladen. Ich glaube, es waren insgesamt 9 GB oder so knapp. Ich meine, die Spielwelt soll ja auch wunderschön hier. Einen der drei Hauptcharaktere. Die Spielwelt soll ja angeblich sogar ein gutes Stück größer sein als in San Andreas, was heißt angeblich, das ist dann wahrscheinlich auch so, wenn das die Spielentwickler so sagen. Und schade, dass ihr gar nicht die schicke Los Santos Map sehen könnt. Ist eigentlich echt nämlich gar nicht mal so verkehrt, vor allem ist die. Ach du Scheiße, ist ja riesig groß. Ich hatte gerade nur die Hälfte ausgefaltet. Den Raum auch gerade relativ abgedunkelt, aber man sieht trotzdem noch genug von den dermaßigen Ausmaßen. So, jetzt habe ich es. Und landen. Nee. Ludendorff, North, irgendwas, weil er jetzt schnell wieder weg. Okay, jetzt spielen wir gerade Michael, wie es aussieht, unter einer Skimaske. Und wir planen gerade, das heißt, wir planen, wir haben gerade hier einen Überfall durchgeführt. Wir sind jetzt ja so eine Dreiergang und das können wir jetzt auch direkt schon bewegen. Begib dich zur Wache, aber gerne doch. Okay, die Grafik sieht jetzt nicht so atemberaubend aus, weil das ist ja nicht das Hauptmerkmal des Spiels. Aber ich kann das ja leider das ganze Spiel auch wieder nur auf 27p spielen. Ziel auf die Geiseln. Okay. Während du etwas anvisierst hast, kannst du mit R zwischen den Zielen wechseln. Yeah. Warte, wir können ja kurz mal schauen hier im Ladescreen. Also hier sehen wir erstmal die Karte, wo wir uns gerade befinden und dann Info. Mission, scheinbar Statistiken natürlich auch wichtig und Einstellung hier mal gerade die Steuerung für die PlayStation 3, wie man es jetzt spätestens merkt, dass ich auf dieser Konsole spiele. Mit Waffe zielen auf R2 also. Okay, so. Hätte nämlich gedacht mit R1. Das wusste ich nämlich jetzt noch nicht. Ich hoffe, ich kann es später noch umstellen, weil mir gefallen die Schultertasten jetzt eigentlich nicht so gut. Okay, ich gucke gerade direkt nochmal, vielleicht geht das ja. Das finde ich jetzt nicht so optimal, um ehrlich zu sein. Einstellungen, genau. Genau, hier Steuerung. Steuerungstyp. Alternativ Entdeckung gehen, Ziel anvisieren. Genau, so ist einfach gewechselt, wie es aussieht. Also, ich finde es natürlich deutlich besser. Ja, alternativ finde ich gut. Ich müsste das auch gespeichert haben. Ja, tipptopp. Ja, so kann das Ganze doch laufen, weil. Ich finde es einfach so ein bisschen angenehmer. Es steht noch so ein richtig alter
PC rum noch, wahrscheinlich ein Windows 98 oder 99, keine Ahnung. Drücke, um dein Handy anzurufen. Ja, sicher doch. Okay, wir haben noch ein ziemlich altes Handy. Ach ja, das Ganze war ja vor 9 Jahren. Stimmt, ja, haben wir eben gelesen. Ich sagen, zünden wir mal das Ganze, ne? Heilige Scheiße, schöne Explosion. Okay, wir hauen hier gerade schon mal richtig gut rein. Orten Sie auf dem Radar durch die Markierung mit einem gelben Symbol gekennzeichnet. Ich verstehe. Soll schön hier durchlaufen. Ich glaube, das könnte der Abschnitt sein, wo Michael zu seinem Geld kommt, weil, wie man ja schon in vielen Trailern erfahren hat, ist Michael ja ein Ex-Bankräuber, der jetzt wieder neu ins Geschäft einsteigen will. Wunderschön, wunderschön. Okay, wir laufen einfach drüber, das ist natürlich schön easy. Nice Sache, nice Sache. Geld 178.498. Heilige Scheiße, das ist viel Geld. Haben noch genug, oder? Ja, okay. Ja, das ist tatsächlich Michael. Ach, jetzt können wir den Charakter schon mal wechseln. Indem wir Steuerkreuz nach unten gedrückt halten. Benutze, während du gedrückt hast, R, um deinen Charakter zu wählen. Okay, jetzt haben wir den ausgewählt. Dann können wir den erschießen. War das jetzt nicht so geplant? Okay, egal. Ja, schon, das haben wir auch schon herausgefunden, das Feature, dass wir zwischen den einzelnen Charakteren wechseln können. Was ich auch verdammt cool finde. Jetzt können wir nämlich wieder zu Michael wechseln. Oder auch nicht. Okay, scheinbar wurde das erste Mal vorgestellt, können wir dann eben mal später machen. Aber es ist echt ziemlich nice. Ich bin mal gespannt, wie das im richtigen, also wie das dann eben später funktionieren wird. Was geht das hier als Deckung? Ah ja, cool, jetzt haben wir auch ein richtiges Deckungssystem. Dann können wir es wahrscheinlich hier anlehnen. Vielleicht nehmen wir einen guten Michael. Der wohl keinen Bock hat, seine Schiemus-Mütze wieder anzuziehen. Kann ich hier nicht in Deckung gehen, okay. Dann, wer ist hinter so einer schönen Box? Ja, mein Freund, ja, alles gut, Alter. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber gut. Nee, auf jeden Fall, ich meine, GTA 5, was muss man da noch kurz anderes zu sagen? Einfach wunderschön. Schieß auf die Bullen, öffne das Rolltor. Sicher doch. Okay, Michael hat wohl scheinbar keinen Bock mehr, sich zu verstecken. Ich meine, warum sollte er seine Schienmaske nochmal anziehen? Okay, das ganze Schießsystem soll jetzt ja ziemlich an Max Payne 3, auch von Rockstar Games, angelehnt sein. Max Payne 3 habe ich auch gezockt, war auch ein ziemlich geiles Spiel eigentlich. Könnte eigentlich auch irgendwann noch Let's Playen. Halt eben komplett ohne Cutscenes gehalten. Ja, ohne Cutscenes, ja, das wäre natürlich behindert. Ja, komplett ohne Ladezeiten gehalten, das Ganze. Nice, das hier ist ja. Ach, scheiße, Mann, warum komme ich gerade nicht auf den Namen? Das ist echt behindert. Wie heißt der denn nochmal? Egal, auf jeden Fall auch einer der Klick und jetzt hat fiel ihm auch schon ein paar Haare am Kopf. Schade, na gut. Wird halt eben nur noch schlimmer. Aber naja, auf jeden Fall Max Payne 3 komplett ohne Ladezeiten. Also, es wurde halt eben alles in den Cutscenes überbrückt. So ein reiner linearer Action-Shooter eben. Mit einer ganz nett erzählten Story, wie man es halt eben zum ersten Mal durchspielt. Das ist schon ziemlich cool. Können wir zu Michael ändern? Ja, jetzt können wir zu Michael wechseln. Nice. Das ist sehr schön. Dann können wir direkt aus der Decke nämlich den hier erschießen. Finde ich eigentlich ein sehr interessantes System. Weil vorher in den vorigen GTA-Teilen gab es ja eigentlich immer meines Wissens nach zumindest nur einen Charakter, den man spielen konnte. So ist das. Ja, was sind eigentlich so eure Lieblings-GTA-Charaktere? Oder besser gesagt, eure Lieblings-GTA-Spiele allgemein? Also, GTA 4 fand ich eigentlich jetzt nicht so geil. Das war jetzt nicht das beste Spiel der Serie. San Andreas war halt eben einfach von der Vielfalt her ziemlich atemberaubend. Dadurch, dass es ja diesen Charakter gab, wo man einfach alles einstellen konnte. Er konnte ja sogar
ich glaube, sogar fett werden, wenn man ihm keinen Sport betrieben hat. Er hatte ja diese ganzen Attribute und eine riesige Spielwelt mit unzähligen Dörfern und ja, mit diversen Mods konnte man das Spiel auf dem PC zumindest später auch noch, sagen wir es mal, anpassen. Ja, okay, dann einfach in den Schnee getreten. Nice, er kann sogar im Schnee stapfen. Das ist natürlich auch cool. Okay, das heißt, die Tiefe auch noch ein bisschen mit eingebunden ins ganze Spiel. Die halten echt gar nichts aus. Okay, das Auto will er scheinbar nicht. Er will das Auto hier, oder? Das Auto will er auch nicht. Vielleicht steht unser Fluchtort noch woanders. Ich weiß nicht genau. Okay, aber zum dritten Charakter können wir scheinbar noch gar nicht wechseln. Er gehört scheinbar da nicht zu der Gruppe, wie es aussieht. Nee, aber ich glaube, mein Lieblings-GTA-Teil. Ich weiß gar nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist doch Vice City Stories für die PlayStation Portable, einfach weil es mein erster Teil war, den ich gespielt habe. Und der ist mir einfach dann doch ziemlich ans Herz gewachsen, auch mit diesem schönen, etwas bunteren, etwas schrilleren Theme sozusagen. Hat schon echt gut Laune gemacht, muss man schon sagen. War einfach mal was komplett Neues in diesem Miami-Stil halt eben gehalten. Ziemlich nice, weil schön, dass wir die ganze Zeit die Partikel durch die Luft fliegen. Sieht alles echt ziemlich realistisch aus. Gefällt mir echt richtig gut. Ist Michael der Fahrer oder? Nope, wie es aussieht, nicht. Okay, der rastet jetzt schon so total aus. Ich hoffe, ich erfahre ziemlich demnächst noch seinen Namen, weil. Echt schade, ich kenne ihn gerade nicht aus, wenn ich weiß. Jedenfalls der abgedrehte, wie ich schon mitbekommen habe, der 3 sozusagen. Ach du Scheiße, wurde gerade einer aus unserem Team erschossen. What the fuck? Unser Fahrer scheinbar. Okay, und das war's mit der Polizeikarre und jetzt können wir hier auch ein bisschen rumschlittern. Okay, erstmal gerade an die Steuerung gewöhnen, also mit der R2 ganz normal. Beschleunigen, halt der L2 gedrückt, um zu bremsen, weil wir stehen fast beim Rückwärtsfahren. Gut zu wissen. Also diese Schneelandschaft hier sieht natürlich auch richtig, richtig geil aus, muss ich ja schon zugeben. Müsste jetzt nicht eigentlich rammen. Na egal, soll ich nichts dagegen. Da ein Trecker! Geil! Okay, an dem fahren wir einfach gechillt vorbei. Also wirklich richtig schön diese Schneelandschaft im Hintergrund, Sonnenuntergang wahrscheinlich. Er fährt mit euch die Sperre hier durch, ist auch easy. Oder auch nicht, wir haben es verkackt. Oh! Oh, ich muss da rechts abbiegen. Entschuldigung. Nein. Ich versuche. Ich habe fast die ganze Mission neu gestartet. Das wäre natürlich ziemlich fair gewesen. Immerhin war das ja schon knapp 13 Minuten Spielzeit. Ich hoffe, wir können jetzt ab draußen wieder weitermachen. Ah, sehr schön. Genau, Fahrzeug zu steuern. Nice. Ja, und ich bin auch schon gespannt auf die ganzen außer, okay, ich krieg das noch hin. Also die ganzen. Okay, alles cool, hier muss ich noch gerade ausfahren. Ich muss gleich das Rechte abbiegen. Mein Navigationsteam sieht das ja ganz schön. Nee, die ganzen Möglichkeiten, die man außerhalb. Oh, Entschuldigung. Ich muss immer noch geradeaus. Okay, ich bin wirklich ein bisschen unkonzentriert. Egal. Die ganzen, wie gesagt, Möglichkeiten, die man halt eben hat, außerhalb der Hauptstory zu voll ziehen. Jetzt habe ich es endlich. Wir wurden gerade Leute von dem Zug da weggerammt. Heilige Scheiße. Ich würde sagen, jetzt geht es besser zu Fuß weiter. Das wäre ich eh lieber. Okay. Machen wir das mal, halten wir uns mal den Plan. Ja, aber ich habe schon gesehen, man kann unter anderem auch Golf spielen gehen. Das war's mit unserer Nummer 2. Mikey, nein! Wieso? Ich bin gerade ein bisschen still, weil damit hätte ich es echt nicht gerechnet. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Jetzt dürfen wir endlich mal den Typ hier spielen. Okay, durften wir eben auch schon, aber jetzt sind volle Action hier.
Schön auf die Betonung der